Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Ampelfraktion, wehe dem, der nur den Anschein erweckt, noch nach den letzten Umfragen sich zu orientieren, sich an sonst gar nichts mehr, wehe dem, der sich in Panik dreht und wendet. Erst wollten Sie die Asylbewerber nicht länger warten lassen, um ins Bürgergeld zu kommen, dann mussten Sie es umsetzen, Sie erinnern sich. Dann wollten Sie die Bezahlkarte nicht ermöglichen und auch das haben Sie dann doch getan. Zuletzt wollten wir von der CDU-CSU-Fraktion die rechtlichen Spielräume nutzen und die Leistungen für Dublin-Flüchtlinge senken. Sie haben uns hier bei der letzten Debatte alles vorgeworfen und jetzt machen Sie es selbst. Kein Wunder, dass es bei diesem Zickzack-Kurs von den Wählern in Ostdeutschland eine harte Abstrafung gab, vor allem auch für die Grünen. Die Menschen sind unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik, die Robert Habeck macht. Sie sind unzufrieden mit dem Ansatz, dirigistische Politik macht sie arm, das merken sie mittlerweile. Aber vor allem sind sie es leid, dass die Grünen in dieser Migrationspolitik der Regierung alles bremsen, hintertreiben und rauszögern. Aber anstatt den Kurs dieser Regierung jetzt zu ändern und vielleicht das Personal in der Regierung auszuwechseln, tauschen Sie bei den Grünen nun die Parteichefs aus, ganz nach dem Motto, unsere Politik ist ganz prima, wir müssen es nur besser erklären. Aber das wird Ihnen nicht helfen. Die Bürger wollen keine anderen Werbespots von der Grünen Partei, die Bürger wollen eine andere Politik in diesem Land. Und obwohl diese Bundesregierung es immer noch nicht geschafft hat, die illegale Migration zu begrenzen, fängt es jetzt auch in der SPD an zu brodeln. Ein erster offener Brief gegen die aktuelle Asylpolitik liegt schon vor. Ich sehe nicht nur eine zerstrittene, sondern immer mehr auch eine verwirrte Regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt an die FDP Kollegin gerichtet. Kollegin Ausburg, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Sehr gerne. Sehr geehrter Herr Kollege, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade gesagt, die Grünen sind schuld an allem, was in der Migrationspolitik so schlecht läuft. Und ich nehme das ja mit großem Interesse zur Kenntnis. Und deshalb würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, welches Innenministerium im Land und im Bund, in dem die Migrationspolitik liegt, haben die Grünen in den letzten 70 Jahren begleitet? Danke. Also wenn Sie mir zugehört haben, Herr Kollege, dann habe ich Ihnen ganz klar aufgezeigt, warum die Grünen das Problem in der Migrationspolitik in diesem Land sind, weil sie alles blockiert haben, was an notwendigen Änderungen in den Gesetzen notwendig gewesen wären. Sie sitzen mit dieser Fraktion in der Bundesregierung und ich habe es bereits gesagt, Sie haben verhindert, dass wir die Sozialleistungen später erhöhen. Sie haben verhindert, dass wir die Leute später ins Bürgergeld bekommen. Sie haben unbedingt gewollt, dass wir den Rechtskreiswechsel machen. Sie haben die Bezahlkarte bis zum letzten Moment aufgehalten. Sie haben es bis zum letzten Moment versucht zu verhindern, dass es eine Bezahlkarte gibt. Und Sie versuchen doch eigentlich, diese ganzen Maßnahmen aufzuhalten, weil wir ganz genau wissen, dass Sie diese illegale Migration gar nicht begrenzen wollen. Sie wollen doch diese Form der Migration nach Deutschland. Das ist ja auch in Ordnung, das können Sie ja auch tun. Aber die Wähler, die werden es Ihnen bei diesen Wahlen oder auch bei den nächsten Wahlen eben einfach auch quittieren. Kollege, ich habe die Uhr noch nicht wieder eingeschaltet und frage Sie, das wäre dann allerdings auch die letzte Zwischenfrage, die ich dann dazu lasse, ob Sie eine Frage oder Bemerkung der Abgeordneten Beatrix von Storch haben. Gerne. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Und es wird Sie nicht verwundern, dass ich und wir Ihnen in allem zustimmen, was Sie jetzt gerade hier gesagt haben, was Sie fordern und was Sie den Grünen vorwerfen. Und ich würde Sie vor dem Hintergrund gerne fragen wollen, können Sie ausschließen der Öffentlichkeit gegenüber, dass Sie mit dieser Truppe versuchen, irgendwann eine Bundesregierung zu gründen, um dann das alles umzusetzen, was die genau ablehnen und was Sie jetzt für so wichtig erhalten haben. Also die CDU-CSU-Fraktion, können Sie das ausschließen aus Ihrer Warte? Würden Sie das ausschließen? Für die Regierung und für alle anderen können Sie das nicht, aber von Ihrer Position aus als Person könnten Sie das ausschließen? Würden Sie das ausschließen?
Also ich weiß jetzt nicht, wie ich als einfacher Abgeordneter irgendwie die Koalitionsverhandlungen ausschließen kann. Das wissen Sie auch selbst, dass das der Parteivorstand entscheidet. Das ist bei Ihnen so, das ist bei uns so. Deswegen ist das nicht möglich. Aber was ganz klar ist, dass wenn wir in eine Bundesregierung eintreten nach der nächsten Bundestagswahl, dann können wir das nur tun, wenn wir die wichtigen Änderungen, die in der Politik dieses Landes notwendig sind, auch umsetzen können. Und mit den Grünen, die jetzt gerade am Ruder sind, mit den Grünen, die diese Politik machen, ist das nicht möglich. Das hat unsere Parteiführung übrigens so auch schon sehr, sehr deutlich klar gemacht. Und deswegen ist eine Koalition mit diesen Grünen aus meiner Sicht nicht möglich. Aber wie gesagt, da müssen Sie sich an andere Stellen wenden. Aber lassen Sie mich noch kurz zur FDP kommen. Herr Lindner hat ja 2017 mit einem Spruch die Koalition mit uns und den Grünen platzen lassen. Lieber nicht regieren als schlecht regieren. Mittlerweile ist ja jedem klar, dass Ihnen es lieber ist, schlecht zu regieren, als gar nicht zu regieren. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, dann wissen Sie es mittlerweile. Man kann es ja wirklich auf den Fluren hören. Man merkt es bei den Pressemeldungen, man merkt es auf Twitter und überall. Was dieses Land nun braucht, ist ziemlich einfach. Beenden Sie diese illegale Migration. Dazu müssen Sie die Pull-Faktoren reduzieren. Sie müssen die Grenzen kontrollieren, an den Grenzen abweisen. Kümmern Sie sich um die innere Sicherheit und machen Sie eine 180-Grad-Wendung in der Wirtschaftspolitik. Weg von den planwirtschaftlichen Elementen, zurück zur sozialen Marktwirtschaft. Und jetzt noch zum Antrag der AfD. Sie haben es ja drauf angelegt, schon mit der Überschrift, die Überschrift schon im Niveau einer Boulevardzeitung. Sie wollen nicht diskutieren, Sie wollen nicht in die Debatte reinkommen, Sie sind an einer ernsthaften Debatte überhaupt nicht interessiert. Wir lehnen diesen Antrag ab. Vielen Dank.